Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit Mai 2019 leben und reisen wir Vollzeit in unserem Campervan. Ihr kennt uns vielleicht von unserer Asien-Tour, bei der wir mit diesem Kastenwagen von Deutschland über die alte Seidenstraße bis nach Thailand gefahren sind, vielleicht aber auch von unseren Reisen in Europa. Heute zeigen wir euch unsere 15 besten Upgrades für unseren Camper, die wir nicht mehr missen möchten. Los geht's! Und damit hallo aus Portugal. Heute gibt es mal kein neues Reisevideo. Das gibt es hoffentlich wieder am Sonntag. Dafür zeigen wir euch heute aber ein paar der wichtigsten, nützlichsten Dinge, die wir in den letzten Jahren und Monaten in unserem Camper nachgerüstet haben. Und ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren, sondern sofort loslegen. Ganz oben auf der Liste steht definitiv unsere Trockentrenntoilette. Wir haben jetzt schon seit über anderthalb Jahren diese Trelino L an Bord. Wir nutzen sie jeden Tag und können uns einen Camperalltag ohne Trockentrenntoilette ehrlicherweise gar nicht mehr vorstellen. Sie gibt uns so viel mehr Autarkie, so viel mehr Entspannung, da wir nicht mehr ausschließlich auf Entsorgungsstationen angewiesen sind. Eine deutlich geringere Geruchsbelästigung. Wir nutzen keine Chemie mehr. Die Liste der Vorteile ist lang. Wir wollen in jedem Fall nie wieder zurück zur Kassettentoilette. Wer mehr wissen will, wir haben dazu inzwischen schon zwei Videos gemacht. Die verlinken wir euch hier oben und unten in der Videobeschreibung. Und wenn dann auch ihr umsteigen wollt, die Rabattcodes, die wir in den beiden Videos nennen, sind noch immer gültig. Auch die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Völlig anderes Thema, aber auch regelmäßig in Gebrauch, der Omnia-Backofen. Ein wahnsinnig praktisches Gadget für alle, die Pizza oder Kuchen lieben, die morgens gerne frisch aufgebackene Brötchen essen oder mit allerhand Aufläufen herumprobieren wollen. Und das eben auf einem ganz normalen Gaskochfeld, wie man es in fast jedem Camper findet. Auch so Dinge wie Kroketten oder Fondue-Käse haben wir darin schon zubereitet. Also eine echte Allzweckwaffe gibt es mit ganz viel Zubehör und inzwischen auch noch in einer extra großen Variante. Wir haben noch die normale und sind super happy damit. Bleiben wir im weitesten Sinne thematisch in der Küche. Kaffee. In den ersten Wohnmobiljahren haben wir unseren Kaffee noch immer mit einer Bialetti oder French Press zubereitet und das hat auch problemlos funktioniert. Aber mit der Zeit werden wir ja doch bequemer und der Gedanke daran, Kaffee einfach auf Knopfdruck bekommen zu können, wurde reizvoller und reizvoller. Und so haben wir seit einem knappen Jahr eine Kapselmaschine an Bord. Und ich muss sagen, das ist schon eine feine Sache. Dazu noch eine Empfehlung, wenn euch wie uns die Umwelt am Herzen liegt, nutzt solche wiederbefüllbaren Kapseln. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit hier diesen günstigen von Lidl gemacht. Die nutzen wir seit Anfang an und das klappt super gut, auch wenn sich jetzt so langsam hier ein bisschen die Gummidichtung verabschieden. In jedem Fall viel, viel besser als jeden Tag mehrere Aluminiumkapseln in den Müll zu schmeißen. Um so eine Kaffeemaschine betreiben zu können oder auch E-Bike-Akkus und Co. aufladen zu können, braucht es natürlich 230 Volt. Und wer das Ganze autark außerhalb von Campingplätzen machen will, muss sich sein eigenes 230 Volt Netz schaffen. Dafür gibt es allerhand Wechselrichter, die man sich einbauen kann. Wir haben uns aber nicht für einen eigenständigen Wechselrichter, sondern stattdessen für eine Powerstation entschieden. Denn da ist nicht nur ein Wechselrichter drin, sondern auch nochmal ein großer Akku. Man erweitert also auch seine Batteriekapazität. Und das macht in vielen Fällen Sinn, denn wenn man so Sachen wie eine Kaffeemaschine, E-Bike-Akkus, Laptops und Co. laden will, dann muss man dafür ja auch ausreichend Strom haben. Und gerade als Erweiterung für eine vorhandene Aufbaubatterie eignen sich Powerstations sehr. Auch darüber haben wir schon mal ein Video gemacht, das wir euch verlinken, wenn ihr reinschauen wollt. Und jetzt schauen wir mal unter den Sitz. Aber hier ist bei uns keine Batterie verbaut, sondern ein Safe. Kein anderes Upgrade. Das wir euch in diesem Video zeigen, ist mir so wichtig wie der Safe. Wir haben da unsere Laptops drin, ein paar Festplatten, unsere wichtigsten Dokumente und alles, was eben wirklich nicht wegkommen soll. Alarmanlagen, Zusatzschlösser und Wegfahrsperren sind alles tolle Sachen. Aber wir sind der Meinung, wenn jemand in den Camper einbrechen will, dann schafft er das auch. Ich meine, so ein Camper hat rundum Plastikfenster, das ist eine Schwachstelle, die sich ja kaum ändern lässt. Wenn also jemand einbricht,
war es uns wichtig, dass zumindest unsere Hauptwertgegenstände nicht so einfach geklaut werden können. Der Safe ist mit der Karosserie verschraubt und gesichert und auf den ersten Blick auch gar nicht wirklich sichtbar, weil er hinter dieser Sitzabdeckung verschwindet. Er ist extra für die Sitzkonsole des Ducato konzipiert. Wer unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz keinen Platz hat, aber trotzdem so ein Safe möchte, es gibt die auch für die Seitenfächer der Türen. Wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung von uns, denn ja, es gibt einem einfach deutlich mehr Sicherheit und beruhigt das Gemüt. Ein Platz, an dem ich nicht so häufig sitze, aber hier ist ein weiteres ganz wichtiges Upgrade verbaut, das auch auf das Sicherheitskonto einzahlt. Wir haben uns ein Bearlock-System einbauen lassen, eine mechanische Wegfahrsperre. Denn auch hier gilt, dass wir der Meinung sind, den Einbruch ins Fahrzeug kann man im Zweifel nur schwer verhindern. Den Diebstahl des Fahrzeugs kann man aber zumindest deutlich schwerer machen. Wir haben damals nach dem Kauf des Campers lange recherchiert und uns dann für das Bearlock-System entschieden, mit dem man im Grunde die Gangschaltung blockiert und Diebe nur rückwärts wegfahren könnten. Das macht auf uns immer noch einen sehr guten Eindruck und gibt uns jedes Mal, wenn wir den Camper irgendwo abstellen, ein deutlich sichereres Gefühl. Definitiv mehr als die normale Alarmanlage, die wir zwar auch haben, von der wir aber gar nicht so viel halten. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Vor unserer großen Tour durch Asien habe ich für die Heckgarage ein Regal gebaut, um den Stauraum da besser auszunutzen. Damals wollte ich Geld sparen und habe einfach ein paar Holzbretter mit den richtigen Maßen zusammengeschraubt, sodass da Kisten in unterschiedlichen Größen reinpassen, unsere Stühle unten drunter, die Auffahrkeile und unser Tisch daneben und eben solche Sachen. Das Ganze von beiden Seiten zugänglich. Vom Innenraum aus sind da vor allem Klamotten und Essen gelagert. In den hinteren Kisten waren es damals vor allem Werkzeug und so ein Kram. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert und funktioniert auch heute noch sehr gut. Heutzutage würde ich dafür wahrscheinlich irgendwelche Schwerlastauszüge nehmen, aber es geht im Zweifel auch mit einfachen Mitteln. Und in jedem Fall meiner Meinung nach eine sehr gute Lösung, um den ansonsten verhältnismäßig schlecht zugänglichen oder schlecht nutzbaren Raum sinnvoll zu nutzen. Stauraum ist ein gutes Thema. Wir gehören zu den Leuten, die wahrscheinlich relativ viel Zeug dabei haben, was vor allem daran liegt, dass wir derzeit in diesem Van leben und der ist mit 5,41 Meter Länge jetzt auch nicht das allergrößte Gefährt, das man sich vorstellen kann. Deswegen ist Stauraum immer ein bisschen knapp. Dem haben wir entgegengewirkt, als wir uns Anfang des Jahres diesen Heckträger ans Fahrzeug haben schrauben lassen. Fahrradträger gibt es ja viele, auch Lösungen mit Gepäckboxen haben wir schon gesehen. Der hier vereint das Ganze und er schwenkt zur Seite weg, damit man trotz zwei Fahrrädern und einer großen Gepäckbox noch immer entspannt an die Hecktüren kommt. Für uns war das ein absoluter Gamechanger, auch wegen der Gepäckbox, in der wir unter anderem ein Kajak dabei haben, aber vor allem, weil wir seitdem eben auch Fahrräder mitnehmen können, was immer wieder eine super Möglichkeit ist, um ohne Camper von A nach B zu kommen. Auch dazu haben wir schon mal ein eigenes Video gemacht. Schaut euch das gerne an, wenn ihr mögt und wenn ihr vielleicht gerade auf der Suche nach einem Fahrradträger seid. Nächster Punkt, Solar. Und damit meine ich noch gar nicht mal so sehr die Solarmodule hier oben auf dem Dach, sondern ein bisschen spezieller solche Faltmodule hier. Beide sind für uns absolut essentiell. Wir arbeiten ja von unterwegs sehr viel an unseren Laptops, stehen fast nie auf Campingplätzen und irgendwo muss der Strom ja nun mal herkommen. Das geht während der Fahrt natürlich über die Lichtmaschine, aber wenn man mal mehrere Tage irgendwo stehen will, gibt es einfach keine bessere Lösung als Solar. Wir haben auf dem Dach zwei Module à 100 Watt fest verbaut, aber zusätzlich haben wir eben eine solche Solartasche dabei, beziehungsweise seit ein paar Tagen tatsächlich zwei Stück davon und die finden wir absolut genial. Wenn man mal ein bisschen mehr Strom braucht oder wenn man an einem heißen Tag im Schatten geparkt hat, aber trotzdem Strom produzieren will, holt man einfach die Solartasche raus, stellt sie in die Sonne und los geht's. Die können sowohl an die Aufbaubatterie angeschlossen werden mit einem Solarladeregler, als auch direkt an eine Powerstation. Und vor allem, da man sie genau nach der Sonne hin ausrichten kann, ist der Ertrag davon höher als von Solarmodulen, die flach auf dem Dach montiert sind. Wir schwören auf die Kombination aus beidem.
Und eine kurze Randnotiz, wenn ihr irgendwas an Solar- oder Camper-Elektronik und Co. braucht, dann schaut mal bei Wattstunde Solarkontor vorbei. Für deren Shop haben wir einen 5% Rabattcode für euch, der auf das gesamte Sortiment angewendet werden kann. Schaut euch das mal an. Kommen wir zu einem weiteren absoluten Gamechanger, dem Max-Fan. Was hätten wir dafür gegeben, das Teil schon damals auf unserer Asien-Tour mit dabei gehabt zu haben, als wir bei 40 Grad im Schatten geschwitzt haben? Aber nein, wir kannten ihn damals noch nicht und hatten einfach nur ein paar kleine Ventilatoren dabei. Die haben natürlich auch ein kleines bisschen gegen die Hitze geholfen, aber der Max-Fan bringt das wirklich auf ein völlig neues Level. Für alle, die ihn noch nicht kennen, der Max-Fan ist ein Ventilator, den man anstelle einer Standard 40 x 40 cm Dachluke einbauen kann, der Luft sowohl raus als auch reinpusten kann und den man selbst bei Regen laufen lassen kann, weil er selbst in so einer Art Dachluke sitzt. Wenn es warm ist, ziehen wir damit tagsüber die heiße Luft aus dem Auto raus, abends oder nachts kühle Luft rein und auch wenn wir kochen, lassen wir ihn laufen, um einen Durchzug zu schaffen. Damit geht die Luftfeuchtigkeit raus und die Scheiben beschlagen weniger. Wirklich ein super Teil. Und man darf nicht erwarten, dass er eine Klimaanlage ersetzt. Das auf gar keinen Fall, weil er eben nicht selbst aktiv kühlt. Aber für das Umwälzen der Luft, also für den Luftaustausch, ist er hervorragend. Jetzt machen wir zwei Upgrades in einem und beide haben im weitesten Sinne was mit Stauraumoptimierung zu tun. Zuerst Wandorganizer. Davon haben wir zwei Stück. Einen hier vorne an der Dinette, einen hinten am Bett. Das waren die ersten beiden Sachen, die wir damals nach dem Kauf des Campers eingebaut haben. Entsprechend ja, abgerockt sehen die inzwischen nach über 4 Jahren auch aus. Aber hey, warum finden wir die so gut? Unsere Erfahrung ist, dass man im Camper immer irgendwie super viel Kleinkram dabei hat, das ja keinen eigenen wirklich guten Platz hat, wo man aber trotzdem immer mal wieder schnell ran will. Und dafür eignen sich so Wandorganizer wirklich wunderbar. Es ist einfach zusätzlicher, gut erreichbarer Stauraum für alles, was sonst immer irgendwo rumfliegen würde. Wir haben die damals noch ins gute Holz geschraubt und dabei dann sogar auch noch zu lange Schrauben genommen, sodass wir auf der einen Seite im Bad wieder rausgekommen sind. Heute würden wir das anders machen und da kommt das zweite Ding ins Spiel, der Küchenrollenhalter. Unsere Küchenrolle flog immer irgendwo rum und hatte einfach keinen eigenen Platz. Wir wollten aber auch nicht nochmal irgendwo was anschrauben. Und dann haben wir diesen magnetischen Küchenrollenhalter von Stihl.de entdeckt, der nur an so magnetischen Klebepads hält. Den haben wir jetzt seit einem guten Jahr, glaube ich. Der hält perfekt und es ist eines dieser kleinen Upgrades, die wie die Wandorganizer wirklich einen großen Unterschied machen. Kommen wir zu etwas selbstgebasteltem bzw. selbstgenähtem. Ein einfacher Thermovorhang. Wir haben relativ schnell festgestellt, dass hinten durch die Hecktüren die Kälte reinschleicht, vor allem wenn auch noch kalter Wind von hinten drauf bläst. Unsere Hecktüren sind zwar eigentlich isoliert, aber durch den Spalt und die Gummidichtung kommt eben doch die Kälte rein, wenn es draußen richtig kalt ist. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich irgendwann mal diesen einfachen Thermovorhang genäht. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her und der sieht nicht mehr allzu schön aus, aber er funktioniert noch und ist vor allem mit wirklich einfachsten Mitteln hergestellt. Ich habe 2 Frostschutzmatten für die Windschutzscheibe für 2 € aus dem Baumarkt an eine flauschige Decke genäht, oben Schlaufen dran und dann an einer ausziehbaren Gardinenstange von IKEA aufgehängt, komplett ohne Bohren und Schrauben. Und das macht im Winter einen riesen Unterschied. Sowas kann man natürlich auch für teures Geld kaufen, aber in günstig geht es auch. Apropos teuer kaufen, lange haben wir die Investition in eine Lithium-Aufbaubatterie gescheut, weil die Teile im Vergleich zu AGM- oder Gel-Akkus ja einfach sau teuer sind. Aber irgendwann haben wir uns den Ruck gegeben. Ich kann sie euch jetzt nicht zeigen, weil diesen Sitz auszubauen ist eine Heidenarbeit, aber ich habe es damals in unserem Video dazu schon erwähnt. Lithium-Batterien haben einfach so viele Vorteile gegenüber Gel, Bleisäure, sonst was Akkus.
Man kann problemlos 90% der Kapazität nutzen, statt schon, ja, wie bei AGM-Akkus, bei 50% Schweißperlen auf der Stirn zu haben, weil man Angst hat, den Akku tiefen zu entladen. Man kann viel höhere Ströme reinpumpen und rausziehen und sie, ja, vor allem bis zum Ende effizient laden. Sie sind leichter, sie stecken tausende von Ladezyklen weg, ohne kaputt zu gehen. Die Liste ist lang. Die Einmalinvestition tut vielleicht weh, aber dafür hat man dann einfach seine Ruhe. Für uns ist die Lithium-Batterie daher definitiv eines unserer besten Upgrades. Wir sind auf der Zielgeraden. Noch einmal von vorne links nach hinten rechts am Fahrzeug. Hier hinten versteckt sich unser Frischwassertank und seit einem knappen Jahr auch unsere Filter- und Wasseraufbereitungsanlage. Wer uns schon länger kennt, der weiß, dass wir die ersten 3 Jahre unserer Reise tatsächlich noch nicht mal einen Wasserschlauch dabei hatten, sondern unseren Tank immer mit einem Eimer und einem Trichter befüllt haben und das Wasser dann mit Chlorpulver entkeimt haben, um es sicher trinkbar zu machen. Das hat soweit auch funktioniert, aber war natürlich auch ganz schön mühsam. Vor allem aber braucht es auch Chemie, um mögliche Keime im Wasser abzutöten. Seit Anfang des Jahres haben wir jetzt nicht nur einen Schlauch an Bord, sondern nutzen auch eine Filter- und Wasseraufbereitungsanlage. Wir haben einen Vorfilter für den gröbsten Schmutz, einen Aktivkohlefilter für Schad- und Geschmacksstoffe und dann als Herzstück eine UVC-LED-Wasserdesinfektionseinheit verbaut. Zu erklären, wie das alles funktioniert, würde hier jetzt zu weit gehen, aber auch dazu haben wir schon mal ein eigenes Video gemacht. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Den Link findet ihr hier oben in der Ecke und unten in der Videobeschreibung. Wir sind in jedem Fall happy, endlich völlig entspannt und sorgenfrei und ohne Chemie jederzeit das Wasser aus unseren Tanks trinken zu können. Für das letzte Upgrade auf unserer Liste gehen wir jetzt nochmal hoch aufs Dach und sprechen über dieses kleine Teil hier. Beim Safe unten habe ich ja schon gesagt, dass es das, ja, für mich wichtigste Upgrade war. Vielleicht ist es aber auch diese externe Antenne hier, denn die beeinflusst wirklich unseren tagtäglichen Alltag. Handyempfang und damit Internetempfang ist vielerorts ja leider immer noch ein Riesenthema. Wir kennen wahrscheinlich alle das Problem. Man steht irgendwo mit seinem Camper auf einem tollen Stellplatz und hat keinen Empfang oder zumindest keinen guten Empfang. Und wenn man schon draußen vor dem Camper keinen guten Empfang hat, dann ist an Netflix, YouTube und Co. im Camper schon fast gar nicht mehr zu denken, denn die Außenhaut des Campers schirmt das Mobilfunksignal natürlich weiter ab, vor allem bei Kastenwagen mit ihrem Stahlblech. Unsere Lösung, wir haben vor 1,5 Jahren eine externe Antenne aufs Dach gepackt, daran einen mobilen Router angeschlossen und haben jetzt immer und überall unser eigenes WLAN. Also fast überall in den 1,5 Jahren gab es jetzt, glaube ich, 2 Stellplätze, auf denen wir mal keinen Empfang hatten. Abgesehen davon funktioniert das wirklich absolut hervorragend. Es macht einen riesigen Unterschied und wir sind super happy. Auch dazu haben wir damals schon ein detailliertes Video gemacht. Schaut euch das gerne an, wenn ihr gerade auf der Suche nach einer Lösung für Internet im Wohnmobil seid. Das waren sie, unsere Top 15 Upgrades für unseren Camper. Wir hätten locker auch eine Top 20, 30 oder 50 machen können. Es gibt definitiv so viele nützliche oder auch einfach schöne Dinge, die einem das Reisen mit dem Wohnmobil angenehmer, einfacher oder auch einfach spaßiger gestalten können. Und da haben wir noch nicht mal von, ja, so Basics gesprochen, so Sachen wie einem Mülleimer zum Beispiel. Wie kann man ein Wohnmobil ohne Mülleimer konzipieren? Verstehe ich nicht. Wir haben hier so einen günstigen von IKEA, der schon, ja, seit, ich glaube, ja, seit 4 Jahren seinen Dienst verrichtet. Vielleicht machen wir ja über so Wohnmobil Essentials auch noch mal irgendwann ein separates Video. Ja, vielleicht. Was sind denn eure wichtigsten oder liebsten Upgrades in eurem Wohnmobil? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir sind gespannt zu hören, worauf ihr in eurem Camper wirklich nicht mehr verzichten wollt. Alle Dinge, die wir hier vorgestellt haben, findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, jeweils mit entsprechenden Links. Da findet ihr auch unseren Amazon-Shop, in dem wir euch ja nochmal ein paar zusätzliche Dinge zusammengestellt haben, die wir nutzen. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr mögt. Und damit senden wir euch viele liebe Grüße aus Portugal. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch am Sonntag wieder vorbeischaut, wenn es für uns weiter durch die Algarve und
vielleicht schon in Richtung Südspanien geht. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und klickt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und drückt natürlich sehr gerne auf den Daumen hoch, wenn ihr dieses Video hier hilfreich fandet. Und damit habt noch einen schönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jetzt einmal die Kamera gucken. Test, Test, Test. 1, 2, 3, 4, 5, Test. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit Mai 2019 leben und reisen wir. Mach mal bitte. Mach Power, mach Power. Mach the Power. Nee, du darfst nicht. Du musst ein Ministück zurück, deine Nase ist in der Sonne jetzt. Oder mit allerhand Aufläufen herumprobieren. Achso, kannst du es noch einmal machen, wegen, einfach wegen Sonne. Mhm. Muss ich sein eigenes 230 Volt Grad Netz. Voltgrad. Nächster Punkt, Solar. Und damit meine ich gar nicht so sehr die Solar. Ich bin. Das ist zu hell.